Du hättest Augenarzt werden sollen mit den Dingern. Kannst du bestimmt die Guckerchen wieder reparieren. Ah. Ja gut, von mir aus. Dann jetzt hier rüber. Boah. Harter Bosskampf, weiß ich nicht. Bis jetzt geht es. Bis jetzt geht es. Hält sich in Grenzen. Ich glaube, da waren andere schon härter. Nein! Nicht, wenn man dann neben wirft. Oh. Noch. Komm schon, hoch da. So, gut. Hälfte haben wir. Puh. Mach deine doofe Schnauze auf, du Penner. Was das denn? Der hält bestimmt ein bisschen mehr aus, der Klunker. Ah, vor allem, er hüpft hin und her. So, einmal getroffen. Oh, scheiße, daneben. Ja. Komm schon. Stufe 3? Oder war's das? War's das? Bitte lass es das gewesen sein. Ah, das brennt. Nochmal. Letzte. Hey, geht es euch allen gut? Kommt! Wir verstecken uns jetzt alle hier. Diese Plattformen müssten eigentlich Schutz bieten. Ich nehme an, wir haben keine andere Wahl. Reicht den Feind hier rüber, wenn der rechte Augenblick gekommen ist. Oh no. Stufe 3. Okay. Na, das kann ja nur heiter werden. Hä? Was? What? Oh. Nein, daneben geworfen! Nein! Oh, wie, was für ein Ärger! Nein, wieder daneben! Goddammit! Naja. So, einen haben wir. So, zwei haben wir. So, wo ist der nächste Kanonier-Typ? Nein! Na, hä? Okay, kann ja doch wehtun. Ich dachte gerade, die können eigentlich wehtun, die Dinger. Aber offensichtlich doch. Nein! Nein, 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 nein! Oh, du Arschloch! Oh, wieder von vorne. Das letzte Leben. Nein. Jetzt wusste ich nicht, vor was ich zuerst ausweichen sollte.
Nein! Oh, goddammit! So, noch eine. Ne? Noch ausgewichen. Nein, verdammt. Drüben ist noch einer. Zwei Kanonen brauchen wir noch. Na, lauf doch rüber, du Penner. So, noch eine. Nein, daneben geworfen. Fuck you. Oh Gott. So, komm schon. So, jetzt. Komm. Schieß doch! Hast du es geschafft? Bitte! Bitte! Das ist es, Klonoa! Was? Setz mich auf eine Windkugel und schieß damit auf Nahatom. Aber was wird dann aus dir, Hupo? Mach dir keine Sorgen. Wir werden immer zusammen sein. Wir müssen siegen. Mit vereinten Kräften. Ich verstehe, Hupo. Muss ich das jetzt noch machen? Nimm dies! Stirb! Stirb, du Penner! Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen, ey. Haben wir es geschafft? Das ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle, auf jeden Fall. Diva Lefis? Hallo. Danke. Alle Albträume sind verschwunden. Wuhu! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, offensichtlich. Er muss sogar weinen. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Hupo. Immer zusammen. Was hast du gesagt? Hupo. Wir sind zusammen. Klonoa. Oh. Wir werden immer zusammen sein.
Kupo! Spiel durch? Ja. Ist schon gut. Ich bin nur ein wenig müde. Du hast überall Wunden. Mach dir keine Sorgen. Ich lass dich nicht gehen. Ich werde dich nicht gehen lassen. Wie geht es deinen Wunden, Hupo? Oh. Nimm's nicht so schwer. Außerdem gibt es keinen Nahatom mehr, über den du dir Gedanken machen müsstest. Hupo, wirst du ins Mondreich zurückkehren? Aber wir können uns doch bald wiedersehen, oder? Wir können zusammen spielen, wie früher. Klonoa. Hm? Du bist eigentlich... Du existierst eigentlich gar nicht in dieser Welt. Was? Was? Ich habe dich aus deiner Welt gerufen. Um das Gleichgewicht der Träume wiederherzustellen. Was erzählst du da? Das ist wahr. Diese Welt ist nicht deine Realität. Aber... Nein! Aber ich erinnere mich doch an alles. Wie ich dich das erste Mal traf. Wie ich mit dir gespielt habe. Das sind falsche Erinnerungen, die ich dir erschaffen habe. Du hast sie geglaubt. Nein! Das ist eine Lüge! Das ist eine Lüge! Das ist eine Lüge! Das ist eine Lüge! Nein, ist es nicht. Es ist die Wahrheit. Dieser seltsame Traum, von dem Gardius sprach. Deine Einwesenheit in unserer Welt ist wie ein seltsamer Traum. Nein! Wenn Lefis ihr Lied zur Wiedererneuerung der Welt singt, wirst du nicht länger in dieser Welt bleiben können. Eine Sekunde. Nein! Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe! Klonoa. Nun, ich... Aber ich... Was hat's mit diesem Ring jetzt auf sich? Klonoa. Es ist an der Zeit für dich nach Hause zu gehen. Zurück in dein Phantom Mill. Aber ich will nicht. Ich will nicht. Tja, da haben wir es schon durch.
Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr kurzes Spiel. Wir haben gerade 2 Streams dran gespielt. Also jetzt etwas über 6 oder 7 Stunden, meine ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ist auch okay. Also es kann auch mal ruhig kurze Spiele geben. Denn das nächste Spiel wird wieder ein Klopper. Aber ja, ich fand jetzt auch von der Länge her fand ich es okay. Es hätte ruhig, also noch 2, 3 Levels hätten es ruhig noch mehr sein können, ja, gerne. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh. Genau, es muss nicht immer 100 plus Stunden sein. Das ist richtig. Das ist genau richtig. Und deswegen finde ich das Klonoa Door to Phantomhill fand ich jetzt auch echt super von der Länge her. Es war, die Stages waren definitiv abwechslungsreich. Ist jedes Mal irgendwas anderes gewesen. Die Bosse waren abwechslungsreich. Pardon, es gab eine Stelle, die hat mich heute wirklich zur Weißglut getrieben. Das war die mit den 3 Schaltern. Da war ich dann einfach zu doof, war ich einfach out of order. Aber das zeigt halt einfach, dass man nicht immer gleich an die Rätsel rangehen kann. Und das finde ich einfach unfassbar gut an diesem Spiel. Anfangs dachte ich, es wäre ein Disney-Titel, so bunt. Ja, das stimmt. Es ist wirklich sehr, sehr bunt, aber es ist wirklich ein Spiel von Namco. Hätte ich echt nicht gedacht, dass die auch sowas gemacht haben. Aber das ist wie mit vielen Spielen. Die haben halt früher sehr viel breit gefächert auch angeboten an Spielen, auch mal sich ausprobiert. Und das ist das, was ich heute so vermisse. Die großen Publisher oder die großen Entwickler machen alle nur noch dasselbe, nur noch den Einheitsbrei. Und wenn man dann sich sowas mal anguckt, ganz ehrlich, das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Einfach mal so ein kleiner Plattformer zwischendurch. Ist doch echt super. Also kann man wirklich nichts sagen. Grafisch fand ich das Spiel super. Vom Sound her, also was von der Musik her im Hintergrund lief, das hat mich nicht genervt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Und wenn man Musik nicht mitbekommt, dann nervt sie einen nicht. Und dann ist sie gut. Das Einzige, was ein bisschen, naja, meckern auf hohem Niveau ist, das Quietsche von den Charakteren. Also gerade von dem Hupo jetzt. Das ist so, war schon im grenzwertigen Bereich, was das Quietschen angeht. Aber es ist auch vollkommen okay. Es passt zu dem Spiel einfach. Und ich weiß nicht, ob die Japanisch oder so gesprochen haben. Es kann schon sein. Der Marcel hatte vorhin geschrieben, die haben es in der Remastered, haben sie es nochmal neu vertont. Aber das finde ich dann auch wieder nicht unbedingt gut. Es kommt immer darauf an, wie es halt gemacht ist. Ne? Ich fand das so, wie es gemacht war, fand ich super. Muss man wirklich sagen. Grafisch hat es mir echt gut gefallen. Schöne Charakterdesign und auch der benutzbare Gegner. Was? Und auch der benutzbaren Gegner und so. Ach so, dass man die nehmen kann. Für dein Phantomhill. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was da gerade stand. Vorher? Stand da vorher noch was? Ja, das fand ich auch geil, dass man die Gegner sich einfach packen konnte und dann einfach so durch die Kante schmeißen. Also das ist im Prinzip, das Spiel basiert halt darauf, Gegner sich zu packen oder Elemente sich zu packen und wegzuwerfen. Das ist einfach so, wie die Idee für das Spiel wohl gekommen ist. Einfach Gegner wegzuwerfen. Das ist unsere Wegwerfgesellschaft halt, ne? Aber echt, die waren auch wirklich knuffig, das stimmt. Das stimmt. Oh Gott, wir könnten jetzt theoretisch nochmal gucken, wo wir noch Typen also nicht befreit haben. Hier haben wir alles. Hier fehlen 2. Hier fehlt einer. Hier fehlen ganze 5. Oh. Hier fehlen 4. Hier fehlt keiner. Einer. Keiner. Keiner. Einer. Keiner. Einer. Also, man könnte theoretisch diese ganzen Charaktere jetzt noch einsammeln, aber das ist, muss ich jetzt nicht machen. Das würde den Wiederspielwert an dem Punkt jetzt wirklich erhöhen. Finde ich auch total cool, dass man das jetzt wirklich noch machen kann. Man bekommt dann bestimmt noch irgendeine specialige Endsequenz. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß es aber auch nicht. Aber ich belasse es jetzt dabei, weil die Typen jetzt alle noch einzusammeln und die nochmal zu finden, ist im Prinzip ja nochmal ein gleiches Durchspielen. Das soll es also auf jeden Fall dazu gewesen sein. Ich fand es wirklich knuffig, so wie es war. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gerade nochmal das Intro, beziehungsweise, ja doch. Das wollte ich einfach nochmal sehen, den Startscreen. Und damit sind wir wirklich durch mit Klonoa.